Ach ja. Auf dem Weg nach Haus. 200 habe ich bezahlt dafür. Ich habe ja auch 2 Tafeln Schokoladen geholt, die ja auch schon 59 kosten pro Stück. Jetzt werde ich einmal mich umziehen, die Hunde filmen und duschen. Dann ist auch schon wieder zum Beten. Die zweite weiß nicht. Ich habe jetzt ein paar Kartoffeln geholt. Bin noch so ein bisschen unschlüssig, was ich mache. Vielleicht mache ich auch einfach nur Salzkartoffeln. Mal gucken. Sind schon auf Schlafstation im Olivenbaum. Die anderen sind da noch. Jo, Schuhe wieder an, auch wenn die nicht passen. Also ich mit meinen Schuhen, ne? Ich habe also echt nie Glück damit. Jetzt machen wir mal wieder die Jalousien runter. Entweder sind sie unbequem oder sind zu klein. Dann koche ich mir jetzt gleich was zu essen, wenngleich ich immer noch nicht weiß, was das werden soll. Wenn ich dann welche habe, wird es wahrscheinlich werden. Ich muss aber wieder was trinken. Der Kühlschrank ist immer noch zu kalt. Ich muss ihn noch mal weiter runterdrehen.
ich hätte noch Paprika. Habe ich nicht. Mal sehen, ob ich noch Nudeln habe. Also gekauft hatte ich jetzt noch Kartoffeln. Und die Tüte ist nur deswegen drin, weil ich wollte eigentlich für meine Nektarinen, die ich gekauft habe, so eine Tüte haben. Aber die hat mir nur eine große gegeben. Und ich habe gesagt, ich will die große nicht. Und sagt sie, ich habe die aber schon abgezogen. Egal. Also zweimal Schokolade und einmal Mais. Und Dora-Brote. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch Nudeln habe. Das weiß ich nicht. Ja, habe ich noch. Also, dann gibt es jetzt erstmal Zwiebeln. Die muss ich anbraten. Ich habe die in Essig eingelegt, die beiden Nektarinen. Damit die Bakterien weggehen. So, die brauche ich jetzt auch jetzt nicht mehr hier. Und eine Pfanne. Riecht nach Chlor, keine Ahnung warum. So. Gut. Mein Topf hier.
hier noch fein macht. Das macht jetzt rein, diese Sahne. Dann wird das so ein bisschen cremiger. Ich mache auch ein bisschen Tomatenmark mit rein. Eier kommen rein. Nudeln koche ich jetzt gleich ab. Da habe ich hier noch Öl, habe ich gesehen. Dann muss ich mal mit rein. Jetzt mal so alles rein, was ich so habe. Zwei Eier. Einmal kurz hier die beiden abkochen hier. So. Dann sind die auch. Das ist alles inshallah bakterienfrei. So. Und das einmal Salzwasser. Jetzt kaputt. Okay. Das war aber jetzt sehr leicht. Naja, mal gucken. Das ist aber in Ordnung, glaube ich. Ja. So, nun ein bisschen Tomatenmark dazu.
Gel, die wollte ich ja noch reinmachen. Habe ich ganz vergessen. Das mache ich noch mal eben her. Jetzt erstmal kochen. Jetzt schon mal die Nudeln abgegossen und jetzt werde ich das mal so ein bisschen versuchen hier reinzufüllen. Tatsächlich noch die Eier von den Hühnern hier liegen, aber die werde ich den Hunden machen, nachher oder morgen. Meistens. Jetzt werde ich mal eben gucken. Wie das schmeckt. Ganz gut. Ketchup noch drauf, dann ist gut. So. So. Okay, das werde ich dann mal essen. Dann noch mal was zu trinken einschenken. Und den Obstsalat, den würde ich dann gerne auch noch mal wieder essen. Und wie es kriegen dann nachher Nudeln, Allah ist ein Messer. Und jetzt müsst ihr erstmal an den Akku. Lieben, ich verabschiede mich von euch. Es müsste 10 Uhr sein ungefähr. Ich esse jetzt gerade diese Cracker hier noch. Ich habe auch schon die Tafel Schokolade aufgegessen, die noch am Kühlschrank war. Die hatte ich ja angebrochen. Gestern, glaube ich, ne? Oh, tatsächlich aufgegessen. Und jetzt bin ich wirklich schon wieder müde, obwohl ich ja echt auch geschlafen habe am Tag. Ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir der Wurm drin heute. Ich habe keine Ahnung. Genau, also ich möchte euch Tschüss sagen für heute. Ich habe eben noch mal so ein Video gedreht über Kommentare, die ich immer kriege. Also manchmal fragt man sich echt, das kann ja nicht wahr sein. Ne?
Da musste ich noch mal so ein bisschen drauf reagieren und noch mal ein bisschen an die Menschlichkeit appellieren, weil das ist schon manchmal, habe ich das Gefühl, das geht alles irgendwie den Bach runter. Ja, und jetzt esse ich noch mit die Cracker, höre noch ein bisschen Videos selber. Ich würde mal sagen, dass so 10 Minuten Allah isin würde so, dann gehe ich schlafen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß mit mir gehabt heute, obwohl wir ja nicht so viel erlebt haben. Aber ich habe euch übrigens heute auch, habe ich gerade im Schnitt gesehen, ziemlich lange mitgenommen beim Schlafen. Ich bin da irgendwie noch mal so eingeschlafen, glaube ich, als ich die Kamera angelassen habe. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann könnt ihr mal sehen, wie ich so schlafe normalerweise. Gut, mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.